Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist das Entfernungsmessungsvideo zum Midland G9 Funkgerät. Ich hatte das Ganze bereits im Review angekündigt, dass so etwas kommen wird. Ich verlinke das Review, falls ihr es noch nicht gesehen habt, einfach in die Videobeschreibung. Und ich hatte gesagt, ich möchte gerne wissen, was das Gerät da wirklich an reeller Entfernung schafft. Auf der Verpackung ist angegeben 1 bis 2 Kilometer im Stadtgebiet, sprich Häuser als Hindernisse, 4 bis 6 Kilometer im ländlichen Bereich, wenig Häuser und Bäume. Und bis zu 12 Kilometern rein Luftlinie, sprich wirklich nur von Bergspitze zu Bergspitze, sogar 12 Kilometer plus. Ja, das möchte ich gerne wissen. Kann man alles machen bis auf die Bergspitze? Ich denke mal, 12 Kilometer braucht man auch wirklich eigentlich nicht. Und das wird das Gerät, denke ich mal, auch überhaupt nicht schaffen. Aber gut, die 1 bis 2 Kilometer kann ich testen in Hannover Stadt. Sollte man nehmen können als Wohnbereich. Und die Eilenriede wird einfach als ländlicher Bereich genommen. Das ist der größte Stadtwald Europas. Damit sollte man das Ganze auch hinkriegen. Ich werde jetzt einfach mal halt immer wieder rausfahren, verschiedene GPS-Ortungen machen, sprich reine Luftlinie berechnen, damit halt die Funkwellen auch die richtige, also die werden ja nicht meinen Weg nehmen, ich mit dem Fahrrad fahre, logisch. Und dann werde ich immer sagen, ob das angekommen ist, der Funkspruch oder nicht, denn wir können das Gerät schon mal anmachen, das bleibt hier zu Hause. Und eine zweite Person wird dann immer sagen, ob da der Funkspruch angekommen ist und in welcher Qualität. Und dementsprechend kann ich dann sagen, ob man auf die Entfernung damit vernünftig noch funken kann oder halt eben auch nicht. Und nach dem nächsten Cut sehen wir uns dann im Prinzip auch schon wieder bei der ersten Entfernung. Ich glaube, es war nichts mehr anderes wirklich Wichtiges zu sagen, außer dass ich jetzt Kanal 24 nehme. Ich habe das Ganze schon mal mit Kanal 6 probiert. Das Asprilla Hannover funkt aber anscheinend auf derselben Frequenz, nämlich auf dem Kanal 6, beziehungsweise auf irgendeinem anderen Kanal zumindest mit derselben Frequenz. Hat also keinen wirklich ausschlaggebenden Effekt gehabt, weil das Asprilla halt an einer anderen Stelle liegt, ich also die Entfernung nicht wirklich sicher messen kann. Deswegen jetzt einfach mal ein anderer Kanal, das ist der CTC-SS-Kanal, also einer von denen, der Kanal 24 in diesem Fall. Ich werde natürlich immer dann auch auf High senden. Hier ist das High ist schon drin. Wer nicht weiß, was das jetzt zu sagen hat, einfach das Review sehen. Und natürlich im Zweifel auch mit der Boost-Taste einfach alles probieren. Mal sehen, was rauskommt und wir sehen uns nach dem nächsten Cut. Oh, das ist jetzt der erste Test gerade gewesen. Ich bin jetzt gerade in meinem Keller. Hat noch funktioniert. Es sind jetzt 1, 2, 3, naja, 2 Stockwerke. Ja, die Bildqualität ist jetzt hier ein bisschen schlechter, weil es so dunkel ist. Ist egal. Hoffe ich mal, zumindest man erkennt es. Ich habe jetzt gerade die Antwort erhalten, dass ich noch zu hören bin. Ist kein Wunder, ich bin jetzt gerade noch im Keller. Entfernungsmessung wird dementsprechend noch nicht eingeblendet, da ich halt mich noch nicht wirklich bewegt habe. Dann bis zur nächsten Entfernung. Oh, ich füge jetzt einmal kurz die Entfernungsmessung ein. Da seht ihr, das ist jetzt noch nicht so richtig weit. Das war jetzt größtenteils noch Stadtgebiet, würde ich mal so sagen. Gerade eine kleine Freifläche über die Bahngleise halt gewesen. Sollte auch noch wirklich machbar gewesen sein. Funkspruch war kein Problem. Super verstanden, gute Qualität. Wir sehen uns bei der nächsten Entfernung wieder. Das war jetzt noch keinerlei große Herausforderung. Oh, nächster Cut vorbei. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Karte. Da seht ihr, ist wieder noch relativ Stadtgebiet, aber auch halt ein bisschen Wald. Also je nachdem halt, wie jetzt die Funkwellen hier lang gegangen sind. Mehr oder weniger Wald oder halt relativ viel Siedlung. 0,95 Kilometer und ich höre nichts mehr. Keinerlei Antwort, weder auf das manuelle Abrufen, ob überhaupt noch ein Gerät in Reichweite ist, noch halt auf den Funkspruch von der anderen Person zu Hause. 0,95 Kilometer, sagen wir mal jetzt Stadtgebiet einfach, weil die Funkwellen doch offensichtlich nicht so stark durch die Eilenriede gegangen sind, durch den Wald, wie ich dachte, sondern halt mehr durch die durchs Wohngebiet, wie man es aber am GPS halt sehen kann. Das war mir nicht so richtig klar, aber ein knapper Kilometer. Und man hört nichts mehr. Ich werde jetzt auf dem Rückweg, werde noch ein bisschen weiterfahren, dann nochmal probieren, aber ist ja unwahrscheinlich. Ich werde auf dem Rückweg dann nochmal probieren, ab wann das etwa wieder kam. Der Hinweg war ja 0,35 Kilometer, da ging es noch. Ich werde gucken, ab wann es wieder geht, weil das wäre doch eine relativ schwache Leistung. Ich bin es nochmal. Die Entfernung, wie ihr jetzt mal eingeblendet, nicht, also wie ihr es erkennen könnt, ist nicht groß mehr geworden. Sind 1,2 Kilometer, Pi mal Daumen. Allerdings ist diesmal der Luftlinienverlauf deutlich anderer. Sprich, diesmal geht er ganz klar durch den Wald. Nicht dergleichen wie eben gerade durch die Wohnsiedlung, also sprich durch ja, Hannover-Waldhausen, sondern halt diesmal mehr durch die Eilenriede. Groß was getan hat sich dennoch nicht. Ich verstehe keinen, krieg auch hier über den manuellen Suchlauf keinen anderen Kanal mehr rein. Das andere Gerät ist eingeschaltet und bekommt keinerlei Antwort. 1,2 Kilometer. Ich würde sogar bald als ländlichen Bereich einstufen, weniger als Stadt. Aber gut, das könnt ihr uns auch selber überlegen, wie weit das jetzt zutreffend ist oder nicht. Ich mache mich jetzt langsam wieder auf den Rückweg. War jetzt ja nicht weit, aber mal gucken, ab wann es wieder funktioniert. Ich melde mich dann später nochmal. So, ich blende euch jetzt mal wieder kurz die Karte ein.
Jetzt sind es nur noch knapp 900 Meter und ich habe immer noch keine Antwort. Diesmal ist es allerdings wirklich Stadtgebiet, also sind wir mal großzügig, sagen 1 Kilometer im Stadtgebiet ist nicht machbar. Ich fahre jetzt wieder Richtung zurück, also noch näher wieder ran und probiere es dann nochmal. Ich werde es auch nochmal mit anderen Kanälen probieren, mit dem PMR-Kanal, dem wirklich echten quasi. Das ist jetzt ja ein CTCSS und ich glaube, dass es so ist, dass CTCSS nur mit 10 Milliwatt gesendet wird. Muss ich nochmal nachgucken, aber wenn das der Fall ist, dann werde ich natürlich nochmal die anderen Kanäle nehmen. Ansonsten können wir soweit erstmal festhalten, dass 880 Meter im Stadtgebiet mit ein paar Häusern, wobei das hier wirklich als Grünfläche einzuordnen ist, zumindest ein bisschen davon, nicht machbar ist. So, dann bis gleich. So, jetzt haben wir genau das Phänomen mit der Empfangsqualität. Und zwar blende ich jetzt mal die erste Ortung ein. Der bin ich jetzt aber gerade nicht mehr, aber egal. Ihr seht etwa 600 Meter und man konnte nichts verstehen. Also es ist keinerlei, also man konnte sich nicht unterhalten, quasi ein reines Rauschen, wenn überhaupt, also eigentlich gar kein Empfang. Allerdings hat die manuelle Entfernungsmessung hat durchaus ein Gerät gefunden. Aber die Verständigung war wirklich nicht möglich. Man hat, also der Gegenüber quasi hat nicht mal überhaupt das erhalten, geschweige denn es überhaupt verstehen zu können. Jetzt auf dem zweiten, blende ich jetzt mal ein, sind es nur noch 300 Meter durch Stadtgebiet, also sprich, es ist zumindest eine große Hochhaus, also eine, naja, Hochhaus nicht, aber eine Häuserfront dabei. Und schon versteht man sich wirklich wieder sehr gut. Die Empfangsqualität hat sich innerhalb von 200 Metern, in denen wir dann durchgehend halt gefunkt haben, deutlich verbessert, also wirklich drastisch. Und ich hoffe mal, dass es wirklich nur in dem CTCSS liegt, aber ich werde natürlich nochmal die andere Qualität jetzt überprüfen dann.